Was für ein Abverkauf an den Märkten. Droht jetzt sogar ein großer Crash oder können die Märkte nochmal steil nach oben abdrehen? Das wollen wir uns heute anschauen und damit hallo und herzlich willkommen zum Wochenausblick von tradingportal.net. Zuvor natürlich wieder der Hinweis, unser Gewinnspiel heute ist Wochenende. Es wird wieder ausgelost. Die Gewinner der vergangenen Woche werden gezogen. Am Ende des Videos wird der Gewinner quasi beim Glücksrad ermittelt. Wer im nächsten Lostopf drin sein möchte, einfach meinen YouTube-Kanal abonnieren, einen Like da lassen und einen Kommentar unter dieses Video schreiben und ihr seid automatisch im Lostopf mit dabei. Aber kommen wir mal zum schrecklichen Marktgeschehen. Es tanzt doch eher an der Börse, aber sowas von. Was für ein unglaublich schlechter Jahresauftakt. Für die Wall Street der schlechteste Jahresauftakt seit der Schulden- und Finanzkrise. Für Nasdaq 100 der schlechteste Auftakt seit über 30 Jahren. Schlechteste Januar überhaupt. Also hier tanzt Meister Bär ordentlich ab. Aus Best Case wird urplötzlich über das Jahr der Worst Case, also vorher hat man gute Konjunktur, zieht an nach Corona, also nach Corona, die Unternehmensgewinne überzeugen und vor allem hatten wir einen unglaublich historischen fiskalen und monetären Stimulus, also Stimulus der Notenbanken, die haben so viel QE reingepumpt, wenige Wochen nach der Pandemie, nach Bekanntgabe oder nach Ausbruch der Pandemie, nur wenige Wochen haben sie da so viel QE reingepumpt in die Märkte wie in den ganzen Jahren davor. Und dann der fiskale Stimulus, denkt an die USA, plötzlich war Helikoptergeld, was immer nur vorher Theorie war, war plötzlich möglich, Schecks direkt rausgeschickt. Also unglaublicher Best Case, den wir hatten. Und nun der Worst Case, die Konjunktur trübt sich ein, die Unternehmen enttäuschen, Netflix minus 20%. Und wo ist der Stimulus? Ja, es droht die komplette Umkehr, sogar der Liquiditätsentzug steht nun an und jetzt hat man so einen richtigen Kater, dass die geilste Party, einfach die geilste Liquiditätsparty urplötzlich von der Fed gesprengt wird und jetzt alles nur noch ganz mieses und das ist vielleicht auch ein bisschen die Hoffnung für die nächste Woche. Es ist wichtig, dass diese Hoffnung aufgegriffen wird, ansonsten können wir in einen Crash übergehen und tanzt der Bär noch weiter, dass in diesem Umfeld, wo alles nur noch negativ überwiegt und man quasi keine Sonne mehr sehen möchte, in diesem Umfeld wird dann der Keim gesetzt für eine starke Gegenbewegung, für einen Short Squeeze, dass man dann nach oben pusht und eben die ganzen Shorties, die jetzt aufspringen wollen in diesen Markt, dass die dann rausgedrückt werden. Also dieser Keim muss aber gesetzt werden und in dieser Wall of Worry, dann wird das zu gerne gesetzt, wenn alles nur noch negativ ist. Put-Call-Ratio zieht auch wieder um. Also man möchte jetzt gar nicht mehr nach oben schauen, sondern nur noch nach unten. Das ist schon der Hinweis, vielleicht. Und die Saisonalität nicht zu vergessen, ne? Ampferfallstermin, wir hatten das ja immer thematisiert in den vergangenen Wochen, dass wir noch die Jahresendrallye fahren sollten. Die letzte Party nach letzte Liquiditätsparty sollte sein. Hat man ordentlich gefahren. Erste Januarwoche soll der Gipfel kommen um die Umkehr und dann bis zum Verfallstermin. Schwierige Zeit. Dass die Zeit so schwierig ist, haben wir nicht erwartet, aber es sollte eben sollte der Rücksetzer zumindest kommen. Und jetzt sind wir angekommen und eigentlich Richtung Ende Januar ist die Saisonalität noch etwas besser. Vielleicht die Hoffnung, dass wir uns hier eben stabilisieren können. Die Rücksetzer, die wir haben, ordentlich mal die Januar-Performance, damit eben auch die Jahres-Performance. Der Januar hat noch 6 Handelstage, man kann noch ein bisschen was retten. Der DAX, der Outperformer, minus 1,77%, da ist ja noch gar nichts passiert. Alles super beim DAXI, Blue Chips und natürlich dann von der EZB, Lagarde, die keine geldpolitische Wende einleiten möchte. Da ist hier noch das beste Lalaland, da sind wir die Outperformer. Aber wehe, man knickt ein und die EZB möchte dann urplötzlich doch auch die Zinsen erhöhen und die Geldpolitik straffen. Dann ist der DAX ganz schnell wieder mit dabei in einer schwächeren Bewegung. Der S&P 500 minus 7,73% im Jahr, Dow minus 5,7%, Nasdaq aktuell minus 11,53%, war eine Spitze schon minus 12. Aus Buy the Dip jeden minimalen Rücksetzer hochkaufen wurde über Nacht quasi mit dem Jahreswechsel. Sell the Rip, also jede Bewegung nach oben sofort verkaufen, haben wir ja zu gerne jetzt gesehen vergangene Woche. Wir haben nie eine Vortageskatze herausnehmen können. Immer hochgezogen, dann komplett bis auf Tagesschluss wieder abverkauft. Sell the Rip ist das neue Muster anscheinend. Und Buy the Dip ist tot, ist gestorben mit der Bekanntgabe, dass die Liquiditätsparty ein Ende gefunden hat.
Ja, es ist für den Nasdaq, hatte ich schon erwähnt, der schwächste Januar mit der Spitze jetzt minus 12%, der schwächste Januar seiner Geschichte. Gab es nicht so Dotcom-Bubble, gab es nicht so Finanzkrise, gibt es jetzt. Was ist groß passiert? Die Ankündigung, dass eben die Liquiditätsparty, die historische Liquiditätsparty, die Notenbank Hosse unter Gefahr ist, weil eben die Liquidität, die vermutlich, es passiert ja noch gar nicht, dem Markt entzogen wird ab Jahresmitte, und so ist der Tech-Bereich richtig unter Druck geraten, die haben ja stark profitiert, alles was Wachstum ist, dank der Liquiditätsflut in ein leicht deflationären Umfeld. Anderes Umfeld, ne? Liquidität wird entzogen, inflationäres Umfeld, gar nicht Growth-Bereich, und da leidet man eben ganz besonders, und die nächste Woche wird wichtig. Warum wird sie wichtig? Denn die Quartalsberichtssaison, die nimmt richtig Fahrt auf, die ersten Big Techs melden, Microsoft, Apple, Tesla, Intel ist auch mit dabei, also die hochmarktkapitalisierten Unternehmen, und da darf man nicht wie Netflix enttäuschen mit minus 20%, allein Apple macht ja fast 10% vom S&P 500 aus, also wenn die enttäuschen mit ihrer hohen Marktkapitalisierung, dann ist Crash-Gefahr. Dann ist wirklich, da ist sogar die, wir haben dann die Notenbank-Sitzung auch in der nächsten Woche, würde ich fast noch als untergeordnetes Ereignis sehen, weil einfach die Big Techs, die müssen den Markt jetzt weitererhalten. Die dürfen nicht enttäuschen, die dürfen nicht abverkaufen nach den Zahlen. Ansonsten rappelt so richtig im Karton, und es geht noch eine ganze Etage tiefer. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Big Techs kommen jetzt in den nächsten 1, 2 Wochen und müssen bitteschön liefern. Hier sind nochmal die Big Techs. Facebook, Apple, Amazon, Microsoft, Google, ne, und Tesla ist mittlerweile auch dabei. Die haben die schwächste, ja, den oder den größten Rücksetzer jetzt gesehen seit März 2020. März 2020 kam die Pandemie, ne? Aber auch zu sehen, dass es seit März 2020 mehr als eine Verdoppelung gab, eine Verdreifachung gab es, ne? Das ist auch nicht schlecht. Das war alles in Ordnung, dass natürlich innerhalb von keine 2 Jahre mal eben verdreifacht, war vollkommen in Ordnung. Aber wir haben jetzt den Rücksetzer und sind jetzt fast auf ein Oktobertief angekommen. Oh, Skandal, ne? Da fangen die ersten an, sofort blutige Augen zu bekommen. Aber den riesigen Anstieg davor, der eine Übertreibung war, der aufgrund der gigantischen Liquidität und auch der Pandemie, wo im Tech-Werte auch profitiert haben, Amazon etc., ne, kennen wir ja alles, Netflix hat auch profitiert. Und die stehen jetzt natürlich unter großer Beobachtung. Pandemie neigt sich dem Ende zu, ne, man hat viel eingepreist vorher, und die Liquiditätsflut ebbt ab und könnte sogar umgekehrt werden. Also da ist noch nicht viel passiert charttechnisch, ne? Das sollte man im Hinterkopf behalten. Man hat davor einen riesigen Anstieg gehabt, dass man den wieder teilweise abgibt, ist nicht so unwahrscheinlich. Aber die Big Techs, die haben so eine gigantische Marktkapitalisierung, die dürfen nicht enttäuschen. Wenn sie enttäuschen, dann ziehen sie ganze Indizes und ganze große ETFs auch mit nach unten. Ja, und auch der S&P 500, der hat auch ein Muster gebrochen. Er hat nämlich seine 200-Tage-Linie auf Wochenschlussbasis verletzt, unterschritten, und damit ist eine schöne Serie weggebrochen. Die hatte nämlich 409 Handelstage oberhalb der 200-Tage-Linie verbracht. Das war die längste Serie seit 8 Jahren. Tja, hat er nicht ganz die Periode nach der Finanzkrise hinbekommen. Knacken können, aber immerhin war es Platz 2, den wir gesehen haben. Aber diese Serie ist gebrochen. Wir haben die 200-Tage-Linie. Ist sie schon hergegeben? Das möchte ich noch nicht sagen, ne? Ob das wirklich schon der Fall ist, aber wir haben sie verletzt, und es ist ein Warnsignal, dass wir dort bisher keine Gegenwehr gesehen haben. Aber vielleicht alles ist nur noch negativ jetzt. Ist das die Hoffnung, dass man vielleicht dann doch in diesem Punkt, dass dort der Keimling gesetzt wird für eine technische Gegenbewegung, denn viel mehr wird es erstmal nicht sein, die aber die es richtig in sich haben kann. Und dann zwischen diesen beiden stehen wir gerade zwischen zwei Extremen. Entweder wir rutschen in einen Crash ab, das kann passieren, wir sind jetzt viel zu nah an wichtigen Marken, oder wir sehen eine sehr, sehr starke technische Gegenbewegung. Das schauen wir uns dann alles in den Chartbildern noch etwas genauer an. Der DAX, der war der Outperformer, hatte ich ja bereits gesagt. 1,77% minus im Januar und steht damit viel besser da als die US-Indizes. Vom Allzeithoch ist er jetzt minus 5,11% entfernt. Der Nasdaq zum Beispiel minus 14% vom Allzeithoch entfernt. Der Russell 2000, die Nebenwerte aus den USA minus 18%. Meme-Stocks, ne? Was wir da alles hatten, alle blutig. Ja, diesmal ist es anders, diesmal ist es leider nicht anders, was man da alles hochgepusht hat und gehofft hat, dass man da schnell reich wird. Die sind fast alle wieder fast auf Ursprung zurückgefallen. Sehr blutige Entwicklung, minus 18% für den Russell 2000, aber ist
gesamtmarkttechnisch noch gar nicht so viel passiert. Ne? S&P 500 minus 8,1%, der Dow minus 6,75% von seinem Allzeithoch. Also DAX, Blue Chip, Value sowieso Vorteil. Und dann im Innerhalb von Europa. Hier ist noch Lala Land, hier gibt es keine geldpolitische Wende, da ist man, profitiert man. Aber wehe, die EZB entzieht jetzt. Ja, haben die Märkte nicht vorbereitet, dass es vielleicht auch eine geldpolitische Wende geben könnte. Madame Lagarde, Freitag ein bisschen mit der Inflation aus sich, das müsste man vielleicht doch nochmal anschauen, dass wir vielleicht ein kleines einknicken, dass man vielleicht doch agieren muss, aber mal abwarten. Ne? Momentan erwartet man noch nicht mal einen Zinsschritt in diesem Jahr. Und das ist. Ja, das sieht der Markt dann eben auch und sagt, okay, machen die das wirklich so? Na, dann ist hier jetzt viel bessere Umgebung, da ist der DAX auch noch, die deutschen Werte viel günstiger bewertet als die Wall Street. Also dann ist man hier der Outperformer, aber man darf nicht einknicken von Seiten der EZB. Ansonsten hat sie das ganz schnell wieder erledigt und der DAX holt auf, denn wir haben ja auch die Erzeugerpreise gesehen in Deutschland vergangene Woche. Ja, Himmel, und Björn. Da ging es aber ordentlich nach oben. Historischer Wert, der höchste Anstieg, der jemals gemessen wurde. Und man misst seit 1949 24,2%. Natürlich vor allem auch durch die Energiepreise mit nach oben getrieben. Aber Erzeugerpreise, unten sehen wir die Verbraucherpreise. Das erzeugende Gewerbe eben zu kämpfen hat mit solchem Preisdruck. Die sind dann eigentlich bloß in einer Lose-Lose-Situation. Ne? Entweder bleiben sie auf die Kosten sitzen, die Mehrkosten, die eigenen Gewinnmargen schmelzen weg im Quartalsberichtssaison, und dann mal gucken, was dabei rauskommt. Oder man gibt die Mehrkosten zumindest teilweise weiter und die Verbraucher werden dann mit höheren Verbraucherpreisen dann dementsprechend mehr zur Kasse gebeten und ein bisschen zieht ja immer der Verbraucherpreis hinterher. Also dass man jetzt deutlich nach unten fällt, das ist ein bisschen die Hoffnung, dass die Inflation deutlich nach unten fällt. Die Daten, die wir aktuell gesehen haben im Januar, die sprechen nicht dafür. Ne? Wir werden Basiseffekte sehen, weil man aufs Vorjahr schaut, ja, Basiseffekte sehen, aber unter der Haube, also ein starker Rückgang ist nicht. Vermutlich wird die EZB auch die Inflationserwartung, die man schon im vergangenen Sitz extrem nach oben geschraubt hat, wird man die nochmal nach oben schrauben müssen, weil vor allem auch der Energiebereich, ne, schaut euch mal den Strompreis an, was ihr jetzt bezahlen müsstet, wenn der Vergleich mal startet. Unglaublich, Dieselpreis allzeit hoch. Also es sieht nicht danach aus, dass die Inflation so schnell zurückkommen wird. Und da wird eben die EZB vielleicht auch reagieren müssen und sie hat die Märkte eben nicht vorbereitet. Das ist noch eine Gefahr, die unterschwellig eben da ist. Also die Sache Inflation, leider auch ein schwieriges Unterfangen und gehört zum Thema Worst Case aus Best Case. Ne? Leicht deflationäre Entwicklung, Unternehmensgewinne sprudeln, konjunkturelle Erholung läuft und viel, viel Stimulus. Die Inflation ist viel zu hoch, die Notenbank muss agieren, obwohl sie nicht möchte. Die Earnings enttäuschen. Und die Konjunktur, ja, die geht in eine Schwächephase über. Und vor allem, wenn dann die Notenbank noch so massiv gegensteuert, kann es sein, dass sie die Konjunktur sogar komplett abwirkt. Also das ist ein Spagat. Da kann man schon ein bisschen Sorgen haben. Aber es ist eben noch nichts passiert geldpolitisch. Ne? Hier ist es die FED-Bilanzsumme, auch die EZB-Bilanzsumme in der vergangenen Woche neue Allzeithochstände erreicht. Ist da eine Reduzierung zu sehen? Nein, nein, nein. Der Markt schwimmt noch in Liquidität. Momentan haben wir nur den psychologischen Effekt. Die Sorge, dass die Geister Liquiditätsporte, die Welt gesehen hat, so gesprengt wird, so unglaublich schnell gesprengt wird. Diese sorgt eben für Ernüchterung und schon eine richtige Ernüchterung, obwohl die Auswirkungen am Markt noch gar nicht da sind. Die realen Auswirkungen, die kommen erst irgendwann Mitte des Jahres. Mal sehen, wie es sich dann entwickelt. Aktuell ist bloß Psychologie. Oh Gott, wir hatten so eine geile Best-Case-Board. Besser konnte es ja gar nicht sein. Und jetzt wird alles nur noch schlecht. Alles nur noch schlecht. Die sprengen die Party, aber die Liquidität ist noch vorhanden. Und man kann ja bis dahin, bis Jahresmitte, lassen uns jetzt mal 20% nach unten fallen, dann überlegen uns die Sache mit der Bilanzsummenreduzierung noch, also die Notenbanken dann, kann sich das eben auch noch ändern. Ne? Momentan sieht man nur das Schlechte. Die Inflation kommt nicht zurück, die Notenbank, die zieht Armageddon in die andere Richtung. Es ist auch Potenzial vorhanden, dass man auch positiv überrascht. Und nächste Woche hätten wir die Notenbank-Sitzung. Vielleicht rudert Jerome Powell ja etwas zurück. Wird auch sehr wichtig sein. Also mit der Geldpolitik, Liquiditätsentzug sind wir noch weit entfernt. Wir haben Rekordstände erreicht. Momentan psychologischer Effekt. Aber die Sache mit der Psychologie, alles nur noch negativ. Ich wiederhole mich da, ist auch die Hoffnung durchaus gegeben, dass man hier mal eine starke Gegenbewegung einleiten kann und dann die vielen, die negativ bestückt sind, Shorties, dass man die dann rausdrücken kann. Und schauen wir mal zur Marktbewertung, zum Buffett-Indikator, also die
gesamte Marktkapitalisierung zur BIP-Entwicklung unten blau zu sehen. Die BIP-Entwicklung, auch die Rezession ist dann nochmal zu erkennen während der Pandemie, was ist passiert während der Rezession. Ne? Der Aktienmarkt nach oben explodiert. Beste aller Welten. Bitte noch eine Rezession. Vielleicht noch mal ein ganzes Jahr eine Rezession. Das wäre ja so schön, weil es gibt dann die Liquidität. Die hatten den Markt nach oben getrieben. Nichts anderes. Muss man jetzt einfach der Tatsache ins Auge sehen. Und was kann den Markt aufschrecken, Verlängerung Corona, alles war egal. Was den Markt aufgeschreckt hat, war die Ankündigung, mehr ist es noch nicht, dass die Liquiditätsparty ein Ende findet. Und schon korrigiert man heftig los. Ich hatte es euch ja auch zum Nasdaq-Jahreschart gesagt, die einzige rote Jahreskerze der letzten vielen Jahren gab es 2018. Tepertantrum, als die Fed versucht hat, die Bilanzsumme zu reduzieren. Alles andere, Rezession, ist einfach alles egal. Aber wehe, wehe, jemand nimmt die Droge weg, von die Liquiditätsdroge weg, dann wird es ernst. Und das sehen wir eben auch momentan. Das passiert noch nicht. Aber dann die Ankündigung sorgt für Abverkäufe. Ne? Aber auch hier, also Marktbewertung, wir haben ja dann auch die Finanzkrise 2008, 2009 und eben die Dotcom-Bubble um 2000, da war auch mal die Schere aufgegangen, aber die Schere ist erst richtig aufgegangen während der Notenbankkrise, während der Liquiditätsflut, da hat man sich eigentlich abgekoppelt von der Realwirtschaft und jetzt sehen wir zwar den Haken oben, aber ein bisschen Luft ist in dieser Differenz auch noch drin, also nach Buffett ist der Markt noch zu teuer, viel zu teuer, der US-Markt, die Wall Street. Ja, das heute auch mal gezeigt, das übergeordnete Bild. Ne? Das war, jetzt haben wir mal Rücksätze gesehen von 11%, sehen wir im Nasdaq. Aber wir sind davor auch sehr viel gestiegen. Ne? Hier gehen wir mal die Termine der nächsten Woche. Wir fangen mit den Einkaufsmanager-Indizes an. Mal sehen, auch dort die Komponente Preise, sicherlich interessant. Dann gibt es Dienstag den IFO-Geschäftsklimaindex. Wie wirkt sich Omikron aus? Wie ist die Sache mit der Lieferkettenproblematik? Und dann die Quartalszahlen. Microsoft liefert, Intel liefert. Microsoft natürlich als Mega-Big-Tech. Erste wichtiger Quartalsbericht, der nicht enttäuschen darf, nicht stark enttäuschen darf. Also -20% darf es bitte nicht geben. Dann crasht der Markt, der Gesamtmarkt. Also wie bei Netflix, ging es -20% runter. Wir haben Mittwoch, haben wir dann vor allem natürlich den FED-Zins entscheiden. Ne? Dann wird sich Jerome Powell der Presse stellen und entzieht er den Märkten die offiziell die Unterstützung, weil er sagt, tut mir leid, die Inflation ist zu hoch. Vorher, wir haben euch jahrelang, haben wir euch ja, indirekt immer mitgepusht durch unsere Liquiditätsflut. Jetzt, der Rat ist sehr es gab ja keine einzige Taube mehr im Rat, alle äußern nur noch ihre Straffungsfantasien. Reicht dieser Rücksetzer schon aus, dass sie vielleicht einknicken, verbal intervenieren, mal sehen. Das wird wichtig sein, ne, ob sich auch ein paar ein bisschen zurückholt. Oder wenn es nur verbal ist, muss ja nicht irgendwie in Taten umgesetzt werden, ein bisschen verbal beruhigen wäre wichtig. Aber stellt er sich hin, ja, die Inflation ist zu hoch, dass der Markt jetzt Schwierigkeiten hat, ist nicht mein Ding. Wir haben lange genug unterstützt. Und wir sind hoch bewertet, der Markt schäumt, hat er immer genannt, ne? Das kann, wenn er jetzt sagt, offiziell ganz eiskalt, ja, Pech. Das kurz zusammengefasst, sagt Pech. Dann kann es sein, dass dann der nächste Abverkauf folgt. Also Mittwoch wird wichtig und Mittwoch werden auch noch Quartalszahlen von Tesla gemeldet. Donnerstag Konsumklima, das dürfte wohl sehr schwach ausfallen. Und auch die Quartalszahlen, das ist der nächste wichtige Hammer von Apple, auch hochmarktkapitalisiert, darf nicht enttäuschen. Täuschen. Freitag gibt es noch etwas Inflationsdaten aus den USA, persönliche Einkommen, Sache mit der Lohnpreisspirale, setzt sich die Inflation fest, wäre ebenso wichtig. Und BIP Q4 Deutschland wird gemeldet, es droht ein BIP-Rückgang, beziehungsweise wird er sehr wahrscheinlich gemeldet. Ja, also steht einiges an, die Big Techs melden und die US-Notenbank tagt. Ja, da wird wirklich der Grundstein gelegt. Reicht es für eine technische starke Gegenbewegung? Vor allem die Big Techs. Das ist für mich fast wichtiger als die Notenbank, weil sie einfach so hohe Marktkapitalisierung haben, dürfen nicht enttäuschen. Wenn sie enttäuschen, rutscht der Markt nach unten. Wenn wir dann Jerome Powell haben, der die Märkte noch nicht mehr beruhigen möchte, sondern sagt, Inflation, wir müssen jetzt agieren und werden deutlich agieren. Puh, ja, dann könnte sogar eine Crash-Gefahr drohen. Falls nicht, und ich gehe eher von falls nicht aus, weil die Stimmung auch schon so negativ ist, kann es mal eine stark und passend auch zur Saisonalität und ein bisschen den Januar retten. Vielleicht kann ja der Nasdaq noch seine Januar-Performance etwas ausbügeln, mit sich der schwächste Januar seiner Geschichte ist. Ja, das schauen wir uns jetzt mal an in den Chartbildern. Nicht vergessen, Gewinnspiel am Ende die Auslosung. Wer dabei sein möchte,
Kanal abonnieren, Like da lassen, einen Kommentar und ihr seid dabei. Jetzt gehen wir nochmal hier rein. Das können wir eigentlich auch gleich weitermachen. Ist die Performance seit Jahresbeginn. Nasdaq natürlich besonders schwach mit minus 11,5% und der DAX aber bisher der absolute Outperformer. Wir leben noch der besten aller Welten. Wir haben hier Madame Lagarde. Nur darf sie eben nicht einbrechen, nicht einknicken. Wenn sie einknickt, bricht der Markt, bricht der DAX dann ein und wird hier diese Divergenz wieder aufholen. Aber diese Divergenz zwischen Value und Growth, die ist im übergeordneten Bild hier seit 1990, zeige ich euch auch mal regelmäßig. Ne? Hier ist die Dotcom-Bubble, da wurde schon mal die Divergenz zwischen Wachstum, Nasdaq hier zu sehen und eben S&P 500, Dow Jones. Der breite Markt war die schon mal historisch weit aufgetütelt. Danach mit Platzen der Dotcom-Bubble hat man sich angepasst, dann hier die Finanzkrise. Auch wieder Divergenz hat man sich angepasst danach und dann die Notenbankhäuser mit der historischen Liquiditätsflut, die wir hatten, mit der historischen Divergenz, die sich aufgetan hat und jetzt diese Umkehrung der Divergenz, die Wachstum leidet, Value fester ist hier zu sehen. Ne? Das ist das, diese aktuelle Marktverwerfung, die wir haben, ist dieser Haken und dieser Haken im übergeordneten Bild seit der Notenbankhäuser, hier läuft sie an seit 2009, hält sich meiner Meinung nach noch ziemlich in Grenzen. Ne? Also die Divergenz ist immer noch offen. Ob die jemals geschlossen wird, wie hier nach der Dotcom-Bubble, nach der Finanzkrise, das ist eine Frage. Tja, es liegt wahrscheinlich nur an der Geldpolitik. Ne? Wenn die Inflation hoch bleibt, die Notenbanken müssen stark umlenken und kriegen die Inflation nicht richtig runter, dann kann das sein, dass wir in den nächsten zwei Jahren vielleicht diese Divergenz auch mal schließen, dass man sich vielleicht in der Mitte irgendwie trifft, Value kommt hoch und Growth kommt runter. Aber bleibt dieses Umfeld so, ne? Hohe inflationäres Deflation, wir hatten lange ein deflationäres Umfeld, Tendenz zum deflationären Umfeld, wenn wir jetzt in inflationären Umfeld, wo man die 2% Zielmarke der Notenbank nicht mehr erreicht und die Notenbank immer straffen muss, immer straff bleiben muss, QE komplett gestrichen ist, was den Markt jetzt viele Jahre immer gehalten hat, dann kann das gut sein, dass man sich anpassen muss. Es ist eigentlich nur die Geldpolitik kann hier dafür sorgen, dass hier diese Divergenz wieder reduziert wird. Mal sehen, ob es für ein richtiges Schließen reicht, aber für Growth wird es schwierig. Umschichten Richtung Value kann nicht verkehrt sein, wenn die Notenbanken wirklich ernst machen und sie werden ernst machen, wenn die Inflation eben nicht zurückkommt. Das deutet es sich momentan an, dass die Inflation nicht schnell zurückkommen wird, vor allen Dingen nicht bis zur ersten Jahreshälfte, innerhalb der ersten Jahreshälfte. Danach muss ich zeigen, ne, wie es mit Energiepreisen ist, wie es mit der Lieferkettenproblematik ist. Aber der aktuelle Rücksetzer, den wir haben, die aktuellen Marktverwerfen, im übergeordneten Bild geht noch, ne? S&P 500, ja, das hat man ja wunderbar bei The Dip im vergangenen Jahr. Dann wurde es schwierig, wir hatten es schon thematisiert, ne? Man hat schon die Dipszone, hatten so 100-Tage-Linienbereich erweitert und in immer kürzeren Zeiträumen haben wir diesen Support getestet. Ne? Irgendwann ist der Zeitraum zu kurz und man rutscht durch und wir sind gleich heftig durchgerutscht, direkt auf die 200-Tage-Linie, 4400, der EMA 200, 4430, der SMA 200, beide verletzt auf Tages- und Wochenschlussbasis. Ist das jetzt schon nachhaltig? Kommt man vielleicht nochmal rüber? Kann sein, ist wie gesagt der erste Mal, dass man unterhalb geschlossen hat, seit 409 Handelstagen. 8 Jahre hielt die Serie. Und jetzt rutscht man einfach so durch, ohne Gegenwehr. Das wäre Vorsicht. Wir müssen hier gerne verletzen, aber dann wieder hochkommen. Ne? Das ist jetzt wichtig, dass dies gelingen kann. Vielleicht dann hier einen Verbreiterungskeil ausbilden. Mal sehen. Ne? Also es muss jetzt gelingen. Ansonsten sind die Oktober-Tiefpunkte 4.300. Mögliche Chance hier auf diesen Verbreiterungskeil 4.350. Die müssen jetzt Einhalt bieten. Hier muss man sich stabilisieren und dann wieder über die 200-Tage-Linien zurücklaufen. 4.400, 4.430. Unterhalb Druck Richtung 4.3 und darunter kann es direkt auch weitergehen Richtung 4.230. Man muss die 200-Tage-Linien unterhalb bleiben, unter Druck. Unterhalb kann es auch sein, dass wir eine richtige Abrisskante sehen. Also dann wirklich die Crash-Gefahr, wenn die Quartalsberichtssaison für die Big Techs enttäuscht, wenn die Notenbank enttäuscht, dann ist die Sache gefährlich. Also charttechnisch ist die Sache prekär, aber noch nicht hoffnungslos. Ne? Ist die Chance gegeben,
weil das Umfeld auch so negativ ist, dass ein kleiner Impuls reicht, um eben eine starke Umkehr einzuleiten. Umkehr oberhalb der 4430 kann heißen, dass man wieder Richtung 4580, 4600 laufen. Erstmal die 100-Tage-Linie und die alte Trendlinie. Könnten wir diesen Cluster aktiv halten und dann mal sehen, was wir daraus basteln. Ob das jetzt hier eine große SKS wird, kann man ja immer dann noch schauen. Hier hochlaufen, dann wieder Richtung 4,6 und dann mal gucken, ob es eine SKS-Formation wird oder ob wir uns hier vielleicht seitwärts innerhalb vielleicht einen Broadening-Top ausbilden. Das wird sich zeigen. Ne? Aber wichtig wäre eben, dass wir jetzt hier uns stabilisieren, ganz wichtig, und den Weg zurückfinden über die 200-Tage-Linien. Dann wäre 4.580, 4.600 drin und dort müssen wir weiter schauen. Wieder rüberkommen, hält sich die Sache auf. Unterhalb kann es sein, dass die technische Erholung eben bloß eine rechte Schulter einer SKS-Formation ist. Ne? Das schauen wir dann. Wichtig ist jetzt nur die Frage, bitte jetzt Gegenwehr hier stabilisieren. Ansonsten kann es sein, dass wir eine richtige Abrisskante sehen und dann noch weiter stark abverkauft werden. Und das wäre dann ein richtig mieser Januar, wo eigentlich noch gar nichts passiert ist, bloß die Ankündigung der Geldpolitiker. Wie gesagt, meine Meinung geht eher Saisonalität, Verfallstermin, stimmt, jetzt geht's, kommen wir in so einen Bereich hin, wo wir wieder eine Gegenbewegung einleiten können. Und das Umfeld ist gerade so schwach, dass dies sogar gelingen kann. Zu euphorisches Umfeld, das spricht natürlich für ein Fallen. Das ist immer so ein Kontraindikator. Und diesmal ist alles so negativ. Wir haben die 200 Tage in dem Fall letztlich schöne Serie gebrochen. Aber vielleicht sind wir am zweiten Tag wieder drüber und dann sieht die Sache ganz anders aus. Und dann sehen wir schnell mal einen Short Squeeze zu den 100-Tage-Linien. Na, mal sehen. Auf jeden Fall hier die Chance gegeben, Gegenwehr zu sehen. Und wenn es eben nur für eine große rechte Schulter ist, aber es reicht mal aus, um ein bisschen wieder zu erholen. Übergeordnete Bild möchte ich auch zeigen, weil auch im Trading-Chat schreiben viele, was ist das für ein Marktverwerfen, das kann doch nicht sein, so eine Krise, die wir hier haben. Ja, kurzfristig, kleines Bild mag das sein, sieht das schlimm aus, aber es gibt auch Finanzkrise. Warum wir immer glücklich, wenn es mal nicht minus 15% nach unten gegangen ist? Jetzt ist das, hält sich doch vollkommen im Rahmen. Das zeigt auch dieses Bild. Ja, das ist der S&P 500 im Monatschart. Hier ist der Hosse Aufwärtstrendkanal. Wir sind im Hangelmodus an der Oberseite gewesen. Und ja, im Idealfall geht der Hangelmodus eben weiter. Im Worst Case laufen wir vielleicht auch mal die Unterseite wieder an. Die Unterseite an vom Hosse-Aufwärtstrendkanal und passen hier vielleicht zum horizontalen Support Richtung 3.300, 3.400. Ne? Und da wäre aber auch noch gar nichts passiert. Ne? Da wäre noch nichts passiert. Wäre es immer noch wunderbar intakt, diese Hosse. Ne? Die Hosse noch nicht beendet. Das möchte ich halt im übergeordneten Bild immer mal zeigen. Ne? Hier ist Dotcom-Bubble, hier ist die Finanzkrise. Und dann hier Liquiditätsflut, Notenbank, Hosse. Wir sind gekommen von der 666. Dort war Hosse Beginn. Und wir sind hochgelaufen bis fast 5000. Das war alles okay. Organisches Wachstum, auch die Übertreibungsphase hier. Wir haben uns mehr als verdoppelt seit März 2020, seit dem Tief von Corona. Ne? 120% nach oben. Alles okay gewesen. Nur grüne Monatskerzen. Aber hier ist mal eine rote dabei. Und auch hinter MACD-Trendfolge alles noch bullisch, aber kippte ab. Wir haben das mehrfach angedeutet. Ne? Es ist noch kein Signal, aber es sieht ein bisschen nach Ermüdung aus. Wenn der im großen Bild hier im Monatschart abkippt, dann wäre das schon ein Hinweis, das könnten schwierige Monate und Quartale werden. Denn so ein eigentlicher Bärenmarkt, das war ein Bärenmarkt nach der Dotcom-Bubble und das nach der Finanzkrise dauert Jahre. Ne? Tiefpunkt gerne mal anderthalb Jahre bis unten ankommen und dann wieder lange nach oben kämpfen. Das zieht sich hin. Das war eine Korrektur ja so. Zur Pandemie. Die Liquiditätsflut hat uns gerettet. Die Frage ist, ob sie uns diesmal retten kann bei einer Krise, weil hohe Inflation kann man nicht sagen, jetzt müssen wir mal ein bisschen die Geldmenge ausweiten, mal so richtig kräftig. Schwierig, ne? Also diesen Exit-Plan hat man so nicht. Also S&P 500 Monatschart, diesen aktuellen Rücksetzer, okay, wir haben jetzt die Vormonatstiefpunkte unterschritten, das ist schon mal ein Warnsignal, kann sein, dass hier was nachkommt, dass man hier runterfallen könnte, tiefer fallen werden und hier vielleicht eine Gipfelphase übergehen. Aber selbst das, jede Kerze einen Monat, kann sich auch hinziehen. Hier, dieses, was ich eingezeichnet habe, wenn das wirklich so kommt, so dass man so langsam unten läuft, hier auch zwischen an den Kreuzsupport,
keine Ahnung, ob das denn wirklich passieren wird, aber es wäre eine saubere Bewegung mal der innerhalb der Hosse. Das wäre hier ab im Mai 2023, ne? Ein ganzes Jahr, das halt. Und es würde auch passen, wäre Mock-typisch, ne? Dass sie das auch hinziehen kann. Im Best Case, ich glaube nicht, dass man den Trendkanal auf der oberen Seite durchbrechen kann. Im Best Case wandern wir hier oben weiter und dann sehen wir eben auch noch zum zweiten Quartal die 5000. Aber den Worst Case sollte man auch nicht ganz vergessen. Ich zoome auch mal hier hinein in den Quartalchart. Jede Kerze nur ein Quartal im S&P 500. Auch hier, ne, hier war Corona, ein rotes Quartal mal hingeliefert. Dann nur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 grüne Quartalskerzen. Also richtig starke Quartalskerzen am Stück. Alles normal, alles super, organisches Wachstum. Aber wir haben mal rotes, eine Krise. Ja, das gehört auch dazu. Es kann nicht nur steil nach oben gehen. Das ist nicht die Börse. Das war kein normales Umfeld. Hier hat man die Hosse in den 90er Jahren, die mündete in der Dotcom-Bubble. Diese Retracements habe ich mal übereinander gelegt. Dotcom-Bubble wurde bis zum 61,8er Retracement korrigiert, sauber, ebenso dann Finanzkrise. Und danach, ja, war man am 161,8er Retracement angekommen. Und eigentlich, also mit dieser Liquiditätshose, hält man sich in diesem Bereich länger auf. Wir sind jetzt im vierten Quartal, letzte Party, Liquiditätsparty, sind wir drüber, sah es aus, als ob man sie absetzen möchte. Ja, mit dem neuen Quartal fallen wir jetzt direkt wieder auf diese Zone zurück. Also wäre schon gut, das ist jetzt 4.330 knapp, dass wir uns dort oberhalb stabilisieren können. Momentan muss man auch sagen, wir haben noch nicht mal das Vorquartalstief unterschritten. Das Vorquartal, vierte Quartal haben wir noch nicht unterschritten, stehen wir noch oberhalb. Um das mal ein bisschen alles in Verhältnis zu setzen, was wir für Anstiegsbewegung gesehen haben. Das ist hier bloß Anstieg seit 2020. Richtig steil nach oben. Das muss man immer im Verhältnis sehen. Okay, es sieht im Tag, einen Tag mal 2% runter. Sieht gefährlich aus. Sieht ja nicht schöner. Zwei Tage ineinander. Oh, das ist ja ein richtiger Abverkauf. Bitte schaut euch aber auch die großen Bilder an. Schaut euch an, was wir die vergangenen Monate, vergangenen Jahre gesehen haben. Ging es ja nur steil nach oben. Wurde nie korrigiert. Sollte man im Hinterkopf behalten, dass man das große Bild, ne, dass es auch anders gehen kann. Aber vor Quartal noch nicht unterschritten. Ist noch gar nicht viel passiert. Man kann sich hier oberhalb der 4.300 stabilisieren und weiter nach oben steigen. Aber wenn man bricht hier wieder durch, dann kann es gut sein, dass man die ganzen grünen Quartalskerzen, alles nur grüne Quartalskerzen, vielleicht doch mal etwas korrigieren. Diese Frage ist noch nicht beantwortet. Aber es kann gut sein, wenn, keine Ahnung, ob es so sein wird, wenn die Notenbanken wirklich so ernst machen, wie es aktuell andeutet, kann es gut sein, dass die Notenbankkosse einer Gefahr ausgesetzt ist. Ne? Diese schönen historischen Notenbankenhäuser, die beruhte nur auf die Liquiditätsflut. Und wenn die Notenbank sagt, tut mir leid, die gibt es nicht mehr, wir entziehen euch die Liquidität, dann steht die Notenbankhäuser unter einem ziemlich schlechten Stern. Ne? Und wenn wir diese korrigieren, die Notenbankhäuser, man kommt ja aus 666 Punkten, ich möchte da mal keine Retracements drüber legen, da kommen nämlich schnell ganz dicke Krokodilstränen. Ne? Keine Ahnung, ob es so schlimm kommen wird, aber es kann man nicht schaden, weil die kleinen Bilder, die man hat, und legt man im Tagesschart die Retracements drüber in aktuellen Bewegungen. Im großen Chartbild kann man die genauso drüber legen, auch für diese große Bewegung hier. Das ist nicht verboten und es geht nicht nur steil bergauf, gerade wenn vielleicht die Notenbank ihre Zusage jetzt hier den Markt zu halten verweigert und die Liquidität ausbleibt. Dow Jones, der war ein bisschen der Outperformer, hat jetzt die 200-Tage-Linie verletzt und jetzt die 34.000 in diesem Bereich muss er jetzt eigentlich halten. Ansonsten trübt sich die Sache ein, wir können schnell nochmal 1.000 Punkte nach unten verlieren. Aber ich glaube auch, dass hier eine Gegenbewegung möglich sein kann. Wir wurden ja doch richtig nach unten geprügelt. Auch hier gut zu sehen, immer tiefere Hochpunkte ausgebildet, immer mal hochgekommen zum Anfang, aber nicht den Hochpunkt des Vortages herausgenommen und dann wieder zurückgefallen. Tiefere Hochpunkte, tiefere Tiefpunkte. Keine Umkehr zu erkennen. Das ist klassisch nach unten die Korrektur. Fast schon ein fallendes Messer. Soll man ja nicht reinbrechen. Wenn sich dieses Muster mal sich ein bisschen umdreht, wir haben fast Schluss immer auf Tagestief. Wir brauchen mal Schluss auf Tageshoch, meine Hammerkerze stehen lassen und dann die Vortageskerze überbieten. Das wäre ein erster Hinweis. Ach, hier könnte ein Boden entstehen und vielleicht auch die Chance, dass wir hier ebenso diese Erholung nur sehen für einen möglichen
mögliche rechte Schulter, die man dann bis zu den 100-Tage-Linien um 35.400 ausbilden könne. Dass man hier jetzt oberhalb der 34.000 und stabilisieren und dann mal eine 1.500-Punkte-Rallye sehen. Das kann ich mir vorstellen. Das war die starke Bewegung auf der Oberseite sehen, weil alles negativ, Umfeld viel zu negativ, kann man nach oben auf der Oberseite mal überraschen. Also diesen Bereich. Nächste Woche kommt ja die Entscheidung. Falls wir durchbrechen durch die 34.000, muss man sich aber nicht wundern, wenn wir uns schnell an der 33.000 wieder finden. Aber oberhalb kann das eben volatil, was wir hier so hatten in den letzten Monaten seit Sommer vergangenen Jahres, ist das, kann das eben genauso volatil weitergehen. Das heißt, man kann auch eine richtige Rallye auf der Oberseite sehen. Aber es braucht hier die Gegenwehr. Jetzt Montag gerne noch einen Tiefpunkt ausbilden. Also das typische Muster, Black Friday, Panic Monday und Turnaround Tuesday. Dieses Muster ist jetzt das Schlagwort für die nächste Woche. Brauchen mit dem Schluss auf Wochentief, wir haben Schluss auf Wochentief hingelegt. Das heißt, da kommt noch was nach. Und das Nachkommen kann im Montag sein. Panic Montag muss ja kein großer Panik sein, aber man kann nach unten gedroschen werden. Und dann müssen die echten Käufer wieder kommen, Markt hochpushen. Montag dann eine bessere Tageskerze stehen lassen, Hammerkerze stehen lassen und dann eine Turnaround Tuesday diese Hammerkerze aufkaufen. Das ist momentan das Muss und dann mal gucken, was dann Mittwochabend Jerome Powell so sagt, ob die Erholung ausgedehnt werden kann oder nicht. Also das steht ein bisschen im Raum jetzt. Ne? Black Friday, Panic Monday, nochmal Tiefpunkt, dann aber Umkehrkerze bitte Montagabend schon und dann Turnaround Tuesday. Das muss jetzt passieren. Auch das übergeordnete Bild im Dow Jones nochmal im Quartalschart ist, dass hier die Kerze ein Quartal seit der Notenbank Hosse. Man ist gekommen von 6.400 Punkten. Jahr 2000, Beginn der Hosse, Ende der Finanzkrise und hat sich hochgezogen bis 37.000. Alles vollkommen normal, auch die Finanzkrise, sondern hier die Pandemie. Waren wir kurz mal bei 18.000 Punkte, um sich danach mal eben zu verdoppeln. War alles vollkommen normal und auch hier aktuelle Quartalskerze noch oberhalb des Vorquartals. Wir haben einen Hochpunkt ausgebildet, ein höheres Hoch und ein höheres Tief. Hier ist noch nichts passiert. Ne? Das Tief liegt bei 33.785. Ne? Eben haben wir einen Tagesschart gesehen, 34.000 am besten aufkaufen. Das besteht letztendlich auch hier der Quartalschart bei 33.000, knapp 800 würde man auch Quartalstief nehmen. Das wäre schon eine Eindrückung. Die letzten Quartale haben immer wieder ein neues Hoch ausgebildet, ein höheres Hoch und ein höheres Tief, alles noch intakt, auch wenn das mühsam ist. Wir in den Trend kann auf der Oberseite entlang wandern, aber noch kann man genauso weiter entlang wandern. Das Muster ist hier noch nicht gebrochen. Bricht das Muster, kann es gut sein. Hier habe ich auch mal Retracements drüber gelegt, dass man eben auch mal etwas auch übergeordnet jede Kerze ein Quartal korrigieren kann und vielleicht auch mal den Hosse-Trendkanal auf der Unterseite anlaufen kann. Da wären wir bei 25.000. Wenn man sich Zeit lässt, wie er runterläuft, bei 25.000 wäre das. Also das übergeordnete Bild auch hier. Ist noch nichts passiert, ist gut für die Bullen. Ne? Wie gesagt, alles noch intakt hier bei den Quartalskerzen, obwohl es jetzt eng war. Wir müssen an der 34.000 müssen wir nach oben, beziehungsweise 33.800. Aber gelingt das? Sind starke technische Erholungen möglich? Auch das Muster hier im Quartalschart noch vollkommen intakt. Gelingt es nicht? Kann es sein, dass der erste Stein ins Rollen gekommen ist und wir in eine übergeordnete Korrektur übergehen können? Ja, was habe ich denn hier? Das ist der Nasdaq. Nasdaq 100, ja, der wurde leider kräftig nach unten geprügelt und wir hatten ja so eine Formation schon mal angedeutet, ne? Dass man eigentlich nach Bruch durch die 100-Tage-Linien, dass wir die Tür aufgeschlagen haben Richtung 14.400 mit der wichtigen Zwischenzone an den 200 Tagen, die aber wirklich nur eine Zwischenzone sind, 15.000. Die haben wir jetzt am Freitag auch noch unterschritten, durchbrochen, immer wieder hoch reinkommen. Vortageshoch nicht herausnehmen, Schluss auf Tagestief, einfach nach unten prügeln. Dieses Muster ist leider noch nicht gebrochen und vor allem, boah, wir sind schon fast an die 14.4 rangelaufen, auch hier die Verbindungslinie noch, also 14.4, 14.250, hier muss Gegenwehr kommen, unbedingt. Und dann gegebenenfalls die große Formation, die ich euch jetzt schon mehrfach gezeichnet habe, entweder als SKS-Formation oder eben auch als Doppelboden, 1, 2, dann nach oben ziehen, Best Case, die Notenbanken haben nur einen Joke gemacht, die Geldpolitik bleibt locker. Ansonsten kann es eben sein, dass wir eine starke technische Gegenbewegung sehen, die durchaus bis zu den 100-Tage-Linien hochführen kann, nochmal, das wäre 15.700, also sehr still, wir reden wirklich von starken Bewegungen, die jetzt bevorstehen können. Entweder die Notenbanken brechen jetzt hier alles durch, sehen Abrisskante, das wäre wirklich ein Crash-Charakter, aber eigentlich, wie gesagt, meine
bin ja der Meinung, dass wir jetzt in eine technische Erholung übergehen können. Und diese technische Erholung kann es dann so richtig in sich haben, dass man ja richtig mal nach oben gepusht wird. Entweder nur für eine SKS-Formation, also dass diese Erholung jetzt nicht für eine V-Erholung, Allzeithoch, alles wieder beim Alten. Davon gehe ich nicht aus. Ich gehe nur davon aus, starke technische Erholung und dann vielleicht nur für, um eine große Umkehrformation zu komplettieren. Aber das sehen wir dann. Wichtig wäre jetzt 14.250. Hier bitte halten, ansonsten geht es doch hinein in den 13.000er Bereich und dann wird es ernst, wenn wir sogar so eine große Formation auslassen und hier durch die 200-Tage-Linien durchspringen, wie durch einen Schnitt durch Butter. Also das ist gefährlich. Momentan, die 14.4 hatten wir immer im Auge gehabt, dass wir jetzt so schnell hinlaufen und jetzt fast geschlossen sind in dieser Zone, okay, aber sind noch nicht durch. Hier muss jetzt was kommen, Panik, Mann, nee, der muss jetzt hier, muss man unten reinkommen, aufsetzen, hochziehen. Ne? Das muss Panik Monday sein, dann der Turnaround Tuesday. Das zieht uns dann wieder hoch, so 15.000 zur 200-Tage-Linie. Das ist ein bisschen das Szenario, was wir jetzt haben. Ne? Montag nochmal Panik und dann Dienstag der Turnaround. Und dann mal gucken, ob es dann Mittwoch gelingt, den Abwärtstrend zu durchbrechen nach Jerome Powell von der Fed. Bloß bitte nicht hier durchbrechen. Übergeordnete Bild, Nasdaq Wochenchart, jede Kerze eine Woche. Da sieht man schon, okay, das ist jetzt der Rutsch nach unten, aber viel passiert ist ja nicht. Das ist hier der Aufwärtstrend von 2018. Da runterfallen auch noch alles intakt. Wir haben zwar den Trendkanal verlassen von 2020, haben wir in der vergangenen Woche schon gesehen, wir hatten das thematisiert, ne, das hat zwar einen kleinen Doppelboden Freitag angedeutet, aber der war ziemlich vergiftet und auch die Wochenkerze mit der großen, mit dem großen Docht und der kleinen Lunte, das hat nicht gepasst und es hat sich letztendlich auch bestätigt, auch hier nochmal zu sehen, dass hier gegebenenfalls in diese Formation angestrebt werden kann, sofern wir uns denn hier verteidigen können an der 14.250, ne? Als SKS-Formation oder eben möglicher Doppelboden. Ich würde nicht unbedingt von einem Doppelboden ausgehen. Im Best Case war das irgendein Seitwärtstrend. Aber jetzt Rückkehr im bullischen Modus sehe ich bei den Wachstumstiteln nicht in diesem Umfeld. Also nicht, wenn die Notenbanken wirklich so ernst machen. Und davon muss man aktuell ausgehen. Was mir etwas Sorge bereitet, ist diese Wochenkerze, die fast in die Zielzone reinreicht und Schluss auf Wochentief hat. Also, boah. Das wird nicht einfach zum Wochenauftakt uns zu stabilisieren. Das muss aber gelingen, ansonsten geht ja doch schnell eine Tür auf. 13.600 wäre dann eine nächste Anlaufzone, die wir hätten. Aber vermutlich geht es dann stückchenweise immer weiter. Es wäre wirklich wichtig, auch wenn die Wochenkerze nicht viel Zuversicht spricht, da schon gut ein bisschen Druck rausgenommen wird. Ne? Schon mal ein bisschen hier unten so eine Art Docht stehen gelassen. In der Lunte stehen gelassen hat, das wäre Hinweis gewesen, okay, vielleicht können wir uns hier stabilisieren, aber boah, das ist keine gute Wochenkerze. Es ist einfach, momentan gibt es die Umkehrtendenzen noch nicht, aber wie gesagt, 14.4, 14.250, Panic Monday, dort ankommen, anklopfen und hochziehen, gute Tageskarte stehen lassen und das Pendel schlägt Richtung Turnaround Tuesday, Richtung technische Erholung, alles unterhalb und Vorsicht, Vorsicht. Geht nochmal ins große Bild hinein in dem Nasdaq, ist der Monatschart, genau, jede Kerze einen Monat, hier ist nochmal die Dotcom-Bubble, die hat man schön korrigiert, bis ins 50er Retracement, knapp drüber sogar hinein, auch der MACD, ne? Dann ist er damals gekreuzt, hat das erste Warnsignal geschickt und jetzt guckt euch mal den MACD, wir haben schon letzten Wochen immer gesagt, der trübt sich ganz schön ein, also wenn man den Januar nicht retten. Jetzt haben wir die letzten 6 Handelstage sind noch, um den schwächsten Januar für den Nasdaq zu retten. Wenn wir den nicht retten, dann knickt hier der MACD im großen Monatschart ein. Und das wäre schon ein Hinweis. Puh. Letztes Mal ist ja so eingeknickt, war es so ein Platzen der Dotcom-Bubble. Vorsicht, ne? Das wäre höchste Vorsicht. Wir brauchen die Gegenbewegung definitiv in der nächsten Woche. Hier ist nochmal die Hosse. Die Notenbank-Hosse, der Trendkanal der Notenbank-Hosse, wir sind von 1000 Punkte gekommen 2009, wir haben uns ordentlich vervielfältigt, 1500% nach oben gelaufen ist er, ne? Der gute Nasdaq 100, während März 2020 ist er 150% nach oben, ne? Das ist immer ein bisschen im Rahmen, halt. Jetzt sehen wir diesen Rücksatz, okay, ist viel, aber wenn wir jetzt hier genauso korrigieren wie die Dotcom-Bubble damals, bis zum 50er Retracement, 50er Retracement verläuft bei 4.100. Das wäre eine Krise. Und da wäre eine Krise, wo vermutlich die Notenbanken noch wieder einspringen. Aber momentan,
Wir leben ja immer noch außerhalb vom Hosse-Aufwärtstrendkanal, haben jetzt aber diesen steigenden Keil. Das war schon eine Warnung, ne? Ausgebrochen steigender Keil ist ja bärischer Natur. Den haben wir jetzt durchbrochen. Und nächsten Monat, in 7 Handelstagen, ne, dann hätten wir einen Kreuzsupport. Ein Kreuzsupport, mittleres Bonninger Band, könnt ihr sehen. Und Oberkante des Hosse-Trendkanals um knapp 13.300 wäre das dann. Also kann gut sein, dass das dann ein Ziel ist, was wir ansteuern können. Und dann hätten wir, das wären nochmal 1.000 Punkte nach unten jetzt, ne, von diesem Niveau im Februar dann, dann hätten wir nur die Oberkante des Hosse-Trendkanals. Wir wären nicht mal im Trendkanal drin. Wenn wir im Trendkanal zurückfallen würden, würden wir an der 10.000 stehen. 10.000! So viele Puffer haben wir mittlerweile aufgrund der Extremen. Von der Spitze wären das über 35%. Ne? Das wäre, und da wären wir nur am Aufwärtstrend angekommen. Vergesst bitte das große Bild nicht. Aber Bruch aus dem steigenden Keil. Die sieht ein bisschen danach aus, wenn wir jetzt auch so einen schwachen Monat sehen. Wenn wir einen Monat sehen für minus 12%, dann ist der dann Folgemonat nicht gleich eine komplette Umkehr. Ne? Da kommt meistens noch ein Tiefpunkt hinterher, dass man dann die 13.300 dann durchaus im Fokus hätten. Ne? Das könnte man übergeordnet, weil es gar nicht mal so weit entfernt ist, könnte man das schon mal im Hinterkopf behalten. Und was mir nicht gefällt, ist wirklich, dass der MACD hier abknicken möchte. Aber es sind ja noch ein paar 6 Handelstage bis Monatsschluss, bis hier die Monatskerze fertig ist. Man muss hier einen Rebound sehen. Am besten wieder zurück in den Keil, dann wäre alles wieder in Ordnung. Alles unterhalb, schwacher Schluss. Und boah, es kann sein, dass das große Bild sich eintrübt. Auf alle Fälle dann wäre die 13.3 dann im übergeordneten Bild die nächste Anlaufzone. Die muss halten, ansonsten sind wir wieder im Hosse-Trendkanal drin. Und der reicht immer bis 10.000. Da haben wir den Trend noch nicht verletzt, wenn wir den brechen. Davon wollen wir ja gar nicht erst erzählen. Aber man muss immer wieder auch sagen, wie es dazu gekommen ist, zu dieser extremen Outperformance der Wachstumstitel. Es war die Notenbank. Es ist die Notenbank Hosse. Sie haben einen historischen Liquiditätsverlust. Historisch, absolut historisch. Man kann da kein weiteres Superlativ finden, aber man hat einfach so viele QE-Programme, die es vorher gab, komplett getoppt. Und ja, diese Notenbank Hosse, die Grundlage, diese ganzen QEs, diese Nullzinspolitik, diese unglaubliche Liquidität, die steht vor dem Abschluss. Die steht zur Jahresmitte vor dem Absturz, dass man einen Liquiditätsentzug haben. Ja, und diese Rallye wurde getrieben durch Liquiditätsflut. Was passiert, wenn die Liquidität abgezogen wird? Ne? Das sehen wir erst zur Jahresmitte. Aber das muss man sich hinterfragen, ne? Wie diese Rallye entstanden ist und was passiert, wenn diese Grundlage entzogen wird. Auch kurz in den Jahre schaut nochmal hinein, Nasdaq 100, jede Kerze ein Jahr. Hier ist 2018 gewesen. Ne? Das war der einzige Moment, wo Jerome Powell ganz frisch im Amt gesagt hat, wir müssen jetzt, das ist Risiko viel zu hoch, wir müssen jetzt mal die Bilanzsumme auf Autopilot reduzieren. Das kommt nicht runter. Auf einem viel niedrigen Niveau haben wir das gemacht. Viel kleinere Schritte, homöopathische Schritte. Wir haben ja 3 Jahre gebraucht, um gesagt zu sagen, jetzt nach dem Tapering, jetzt fangen wir mit der Bilanzsummenreduzierung an. Jetzt stehen 3 Monate im Raum mit viel größeren Schritten. Damals war es der einzige Nachtgehabt. Es gab nur grüne, seit 2009, Beginn der Häuser, nur fette grüne Jahreskerzen. Außer einmal, selbst zur Pandemie. Hier ist die Pandemie, die Rezession. Super, die dickste Jahreskerze überhaupt. Warum? Pandemie ist geil. Ja. Nein, weil Liquidität ist geil. Und da gab es nun mal die meiste. Und hier wurde sie entzogen. Und das war nicht geil. Entschuldigung, meine vulgäre Aussprache. Aber so ist es leider am Markt. Und da gab es die einzige rote Jahreskerze. Und das hatten wir auch schon Thema. Sie ist jetzt das Jahreskerze 2021. Wir sind direkt abgedreht an der Oberkante des Hosse-Trendkanals. Also gibt es ja unterschiedliche Zeichnungen. Hier auf Jahreschart sind wir genau abgedreht. Und ja, das eigentlich müssten wir hier unbedingt ein neues Hoch erzeugen, wie auch immer. Ist ja, ja, ist noch lang, das wäre alles gut, da wäre alles halb so lang. Aber unterhalb kann es auch sein, dass man dann gegebenenfalls auch mal diesen Trendkanal durchlaufen. Und wie eben schon gesagt, um 10.000 verläuft der in diesem Jahr. Und ja, die Vorjahreskerze würden wir erst unterschreiten bei 12.200 Punkten. Sollte man auch nicht vergessen, ne? Innerhalb der Häuser ging es 1.500% nach oben. Und das ist jetzt die erste rote Bewegung, die wir haben, aufgrund von Liquiditätsentzug. Weiter im Programm. Wir gehen in den DAX-Quartalschart hinein. Der DAX
Outperformer bisher. Auch gut zu sehen, dass hier ist die Dotcom-Bubble, hier ist die Finanzkrise, hier ist die Notenbankhäuser. Er war lange Underperformer, hat aber auch während der Pandemie natürlich 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3, 6 grüne Quartalskerzen ausgebildet. Immer ein Anstieg begriffen gewesen, nur diesmal nicht. Ne? Es sind ein paar Punkte unter dem Allzeithoch geblieben, aber trotzdem, wir bewegen uns immer noch sehr weit oben. Hier ist noch nicht viel passiert. Beginn der Hosse war bei 3.500 Punkten. Corona-Tief war bei 8.200 Punkten. Ja, da ist viel Unterstützung auf der Unterseite, viel Puffer. Ne? Da kann, ist noch nicht viel passiert. Wir haben die 14.800, die 15.000. Das ist der erste wichtige Support. Dort würde sich das Bild erst eintrüben. Oberhalb ist das alles bullisch. Alles bullisch. 14.8, da wird sich eintrüben. Hätten die 14.4, 14.000, wird es dann, wenn wir die 14.8 brechen, ist der DAX ganz schnell wieder ein Underperformer. Und gibt wahrscheinlich mal ganz schnell mal fast 1.000 Punkte ab. Unterhalb der 14.000 wäre dann auch die 13.000 mittleres Bollinger Band zu nennen. Aber das sind bloß ein übergeordnetes Bild hier im Quartalschart. Die einzelnen Marken. Momentan haben wir eben diese Seitwärtsrange 14.8 zur 15.165. Die könnte vielleicht einen Blickpunkt drücken. 15.500, die haben wir jetzt ja verletzt. Mal gucken, wie wir nun reinkommen werden. Und oben wäre die Spanne weiterhin aktiv zur 16.030. Kommen wir dort rüber, wäre es die 290 und dann die 16.450. Also Seitwärtsrange ist hier noch aktiv. Momentan stellt die Frage, ob man jetzt wieder runterfallen in den unteren Bereich der Seitwärtsrange. Das wären 15.165 und eben die 15.000 und 14.800. Das wäre der untere Bereich der Seitwärtsrange. Sieht ein bisschen danach aus, dass man dort wieder hinfallen können. Aber dort abprallen, alles ist gar nichts passiert mittelfristig. Alles bleibt nach oben gerichtet. Nur dort durchbrechen und es könnte die 14.4 und 14.000 folgen. Und das wäre dann durchaus ernst für den DAX. Da würde sich, hätte man nämlich vielleicht auch einen großen Fehlausbruch. Das zeige ich euch auch mal seit 1990. Der DAX hier, sein großer Aufwärtstrend, der verläuft bei 5.000 Punkten. Gehe ich nicht davon aus, dass wir ihn treffen, aber trotzdem auch mal das große Bild zeigen. Wir hatten aber hier seit Dotcom-Bubble, Finanzkrise hier zu sehen, hat man einen großen Keil ausgebildet, 22 Jahre alt. Den Keil hatten wir immer gut durchlaufen in dieser Zeit. Zum Ausbruch der Pandemie haben wir ihn auf der Unterseite verletzt, bis fast an den Schlüsselsupport 8.100. Da darf der DAX niemals mehr durchfallen. Dort hochgezogen, zurückgelaufen, Fehlausbruch und dann direkt vom Fehlausbruch in die Oberseite hinein, hatte ich euch schon mehrfach gezeigt. Und eben diesen Keil auf der Oberseite verlassen. Bullisch. Bullisch, aber eben nicht abgesetzt bisher. Ja, das ist die Frage. Rauschen wir wieder zurück? Das wäre ein großes Fehlausbruchssignal. Das wäre bitterböse für den DAX. 14.800 ist das. Geht es über 14.000 und danach, wenn man die 14.000 auch nicht nimmt, dort ab. Rebound 14.000, wieder 14.800 anlaufen, dort nicht zurück, Abschiedskurs, dann ist ja drinnen alles möglich. Ne? Dann kann sogar die 10.000 folgen. Das darf nicht passieren. Dieser Ausbruch, den wir hier oben haben, aus den 22 Jahren Kahl, der muss bestätigt bleiben. Wir dürfen nicht mehr unter die 14.800 fallen. Alles oberhalb und wir können das Jahr auch an der 17.000 beenden. Ne? Also beim DAX ist die Sache noch nicht so prekär wie bei den US-Indizes im mittelfristigen Bild. Da ist noch alles super. Ne? 14.800 kann alles, da ist 17.000 im Jahresabschluss möglich. Aber wehe, wir fallen hier zurück in diesen Keil. Haben wir ähnlich wie hier den Fehlausbruch. Damals ging steil nach oben. Danach hatten wir hier auch den Fehlausbruch nachhaltig zurück in den Keil. Und hier ist dann der Keil um fast 5.100 Punkte. Ist viel, viel möglich. Hinein in den Monatschart und da sehen wir auch die Seitwärtsbewegung. Hier ist nochmal die Keilbegrenzung, ne? Hier blau zu sehen. Seit April vergangenes Jahres laufen wir bloß seitwärts und haben die ganzen Outperformance bei den US-Indizes nicht mitgemacht. Jetzt aufgrund der geldpolitischen Wende in den USA sind wir der Outperformer bzw. der DAX. Der hält sich ein bisschen besser, aber eben trotzdem nur seitwärts. Wir hatten ja geschaut, hier, was sind denn das? Kommt dann noch was nach in diesem Monat? Hat man einfach mal geguckt, was wir für Tageskerzen ausgebildet haben. 8%, hier 6%, ne? Also der Durchschnitt 5,8% war einfach um die 6% der vergangenen Monate. Und also, wollte hier messen, diese Kerze. Und es sah so aus, dass man eben noch was hier noch was nachkommen muss. Aktuell sind wir 5% für den Januar. Es kann gut sein, dass wir hier noch runterlaufen zu 15.300. Und dann wäre die Monatskerze Januar, ganz ja, wie so ein nächster Zwilling neben den anderen Monatskerzen, wird das voll ins Muster passen. Also 15.300 nächste Woche vielleicht interessante Zone.
denn das sind jetzt die einzelnen Cluster, die wir haben. Die 15.600, 640, das ist immer der Bereich der Seitwärtsrange, 14.800, so 16.030. Ist für mich eigentlich die Seitwärtsrange. Wir haben die mal verletzt, Richtung 290, aber nie irgendwie nachhaltig auf Monatsschlussbasis. Diesmal sieht es wieder so aus. Das ist die Seitwärtsrange, die wir haben. Und die Seitwärtsrange an der 15.640 wird sie in zwei Teile geteilt. Und es könnte sein, dass wir jetzt in der nächsten Woche die Unterseite reinfallen und dann wäre die 15.300 die erste wichtige auf Monats, im Monatschart die nächste wichtige Supportzone. Vielleicht zum Panik Monday dann hochziehen, dort meine Hammerkerze stehen lassen, ist ein bisschen die Hoffnung, brechen wir durch, dadurch, dann wäre die 15.165 und 15.000 die nächsten Zonen und darunter wären wir schon an der 14.800, die nicht brechen darf, mittleres Bollinger Band bei 14.000, wo verläuft es, 14.300 kommt es hochgelaufen, ja, also seit der Trend 14.8, 15.640, 16.000, ist die Seitwärtsrange mit den Zwischenmarken 15.8 und eben die 15.300. Und die ist jetzt unterhalb der 600, 640 ist die 15.300 auch hier im Monatschart ein wichtiges Ziel. Hinein in den DAX-Wochenchart, jede Kerze nur eine Woche. Hier ist nochmal die Seitwärtsrange zu sehen. Hatten wir den Ausflug gehabt, auf der Oberseite komplett abverkauft. Und ja, sind wir nun eigentlich, hier war die Jahresendrallye, sauberes Ziel meiner Jahresendrallye, Konsolidierung war ja bis zum Verfallstermin die 15.600. Da haben wir nun verletzt, aber ist der Cetra-DAX zumindest nochmal hochgezogen. Bis zur 15.6 hat er dort geschlossen, aber dann kam die US-Indizes, die ziehen halt nach unten. Der DAX kann auch nicht alles halten, die US-Indizes nach unten ziehen. Ist der DAX zwar noch sein Outperformer, aber kann sich eben nicht komplett dieser Sache entziehen. Und erst die 15.6 eben mein Konsolidierungsziel wurde verletzt und es kann gut sein, dass man dies auf der Unterseite jetzt zu nachhaltig verletzt hat, dass wir einen weiteren Tiefpunkt brauchen. Ich habe mal eingezeichnet, was vielleicht passieren könnte, dass wir vielleicht so einen Trendkanal sehen, den wir uns bewegen können. Die 600, 640, auch hier mittleres Bollinger Band verläuft und die 15.640 bestätigt letztendlich nochmal den Bereich, die Wichtigkeit dieser Zone. Erster wichtige Widerstand, ne? 600, 640, wichtiger Bereich. Unterhalb hätten wir die Spanne so 460 knapp und dann geht es weiter 380 und dann fast noch sauber. Auch der Unterkante von diesem möglichen Trendkanal wäre genau bei 15.300. Ne? Dass das dann unsere erste bearische Range wäre. Schwach reinkommen und vielleicht aufkaufen, das ist das Motto der nächsten Woche. Ne? Black Friday, Panic Monday und dann Turnaround Tuesday muss gelingen. Ansonsten kann das ein richtig bitterböser Abschluss, Monatsabschluss werden, speziell eigentlich in der Wall Street, in den DAX hängt immer noch in seiner Seitwärtsrange drin. Also unterhalb der 600, 640, 460 zu 380 und darunter, die kann man fast, 380 ist ja immer 200 im Daily, kann es eben auch noch den Spike zur 15.300 geben. Aber hier wäre dann die erste bärische Wochenkatz zu finden und die man aufkaufen muss. Bitte hochziehen, hier haben wir schon eine kleine Lunte stehen gelassen, die muss dann noch viel länger werden. Unterhalb der 15.3, die Sache trübt sich doch merklich an, da geht es weiter Richtung 15.165, wird es auch Gegenwehr geben. Wichtige Zone, bevor die Sache sich danach eintrübt, so 14.800, die man bitte niemals brechen darf. Oberhalb der 600, 640 könnten wir die Erholung sehen, bis zum wichtigen horizontalen Support, kennen wir aus der vergangenen Woche noch die 15.800, wäre jetzt der Abwärtstrend, auch wäre das unsere erste Spanne. Viel mehr wird es wahrscheinlich nicht geben, gibt auch die Wochenkerze nicht her, die Vorwochenkerze. Aber das wäre dann die erste bullische Cluster, wenn wir dort durchbrechen, Tür öffnen, 15.9 zu 16.030. Nicht unbedingt mein Szenario, was ich jetzt als wahrscheinlich sehe. Dafür haben wir diese 15.600 zu sehr verletzt. Wir brauchen wahrscheinlich den Bereich 380, 300 dort hochkaufen und dann gerne wieder den Wochenschluss an der 600, 640 finden. Das wäre ein bisschen mein Szenario. Bitte mach es so, dann können die Bullen auch noch ein bisschen Freude haben, auch dann in der übernächsten Woche im Februar. Weiter in die Tagesschau, das gleiche Bild nochmal, jetzt jede Kerze ein Tag, zoom quasi immer weiter ins Bild hinein, hier ist nochmal der mögliche Trendkanal zu sehen, der sich entwickeln könnte, und diesen Keil, der haben wir ja verletzt, obwohl der DAX hier ist, der Cetra DAX sieht eigentlich gar nicht mal so schlecht aus, ne? Der ist der Cetra DAX am Freitag, ist dann hochgezogen, wie nachdem er sein Tief gesehen hat, und Schluss an SMA 200 gefunden, an der 15.600. Sieht super aus, aber da war im 17.35 Schluss und nach 17.35 ist die Wall Street
um es dann kurz zusammenzufassen, richtig abverkauft worden. Und ja, wahrscheinlich, wenn man nicht bringt diese Tageskerze, die gut aussieht, nicht viel, es sei denn, Putin macht jetzt der Ukraine ein Liebesangebot. Das wird vermutlich auch nicht passieren, das Gegenteil. Also vermutlich werden wir nicht oberhalb, obwohl das hier ein bisschen sich andeutet, die Hoffnung darstellt, wir haben nicht oberhalb 15.600 reinkommen und kommen nicht oberhalb der 15.600 rein, haben wir eben die Range. Hier kommt der EMA 200 Richtung 380 als erstes aktiv darunter. Wie gesagt, 350, 300. Hätten wir eine 300, hätten wir noch ein Gap, ne? Gut zu sehen, ja. Gap-Zone zugleich. Also dieser Bereich wäre im Blickpunkt vermutlich am Montag 380, 300. Dort hochziehen, wenn nicht, geht es weiter 200 und 165. Oberhalb der 15.600 hält sich die Sache etwas auf, obwohl es hier noch schwierig ist. Wir haben bis 680 auch die 100-Tage-Linien, kommen wir dort durch 15.8. Und wie gesagt, im Wochenchart schon gesagt, nach 15.8 wäre die 16.000 wieder fällig. Kann man hier auch nochmal sehen, herangezoomt nochmal der Tageschart, Freitagskerze hochgezogen. Schaut nicht verkehrt aus, aber leider ist am Abend noch viel passiert. Den ersten relevanten Widerstand würde ich sehen bei 15.530 am Montag. Vermutlich kommen wir direkt tiefer rein. Die Frage ist, wie tief? Unterhalb der 5.30 hätten wir die 4.70 und die 4.35 als ersten Tagescluster. Mal gucken, wie wir reinkommen. Die Wochenend-Future stehen sehr niedrig, aber das muss man abwarten. 5.30 erster Widerstand, 4.70, 4.35 wäre mein erster Tagescluster. Kommen wir noch tiefer rein. Verletzen vielleicht sogar diese Trendlinie, dann wäre sofort die 380, 385, der EMA 200 im Blickpunkt. Und im Idealfall oberhalb reinkommen, dann wäre das schon eine gute Zone, wo man aufsetzen kann und wieder hochziehen kann. Ja, kommt immer mal dran, ne? Und das zieht man doch diesen Bereich gerne wieder hoch. Ist schon eine wichtige Zone. Wäre gut, wenn wir den 380, 385 nicht zum Start brechen. Weil es ist wirklich so ein dunkler, roter Start wird, dass man den EMA 200 auch noch brechen. Lieber ein bisschen zugucken, bis das Massaker beendet ist. Und dann kann man immer noch sauber einsteigen. Man muss hier nicht die fallenden Messer suchen. Und dann hoffnungsvoll sich erwartend, jetzt steige ich günstig ein. Ne? Bodenbildung braucht Zeit. Wenn wir jetzt den EMA 200 auch per Abwärtsgap reisen, ist einfach vorsichtig angesagt. Wir hatten 350, 300 ist ein wichtiger Bereich. Auch hier Monatsbewobung verläuft auch hier. Und dann, wie gesagt, Gap-Zone, dort wäre schon die Chance gegeben, meiner Meinung nach, eigentlich, dass man, wenn man die 385 nicht halten, dass man eigentlich an der 300 ankommt und dann vielleicht das Szenario Turnaround Tuesday vorbereiten und hier dann ebenso eine gute Tageskerze, das war keine schlechte Tageskerze mit der langen Lunte hier, dass man die dann zweimal ausbilden können, wäre der Hinweis, hier ist Erholung drin, da kann Erholung in den Bereich 15,6 plus folgen. Unterhalb der 15.300, wie gesagt, 15.2 und 15.165 wäre dann der nächste Cluster. Oberhalb der 15.610 ist der FNA 200. Dann ist hier eigentlich auch nochmal so ein richtiges Konglomerat an Widerständen. Monatspivotpunkt bei 6.40, die 100-Tage-Linie bis 6.80 knapp. Also muss man durch. Wenn man dort durchkommt, hält sich die Sache wieder auf. Wir können eine sehr starke Erholung sehen. Perspektivisch eher für den Februar, aber diese Vorbereitung könnte zumindest gesetzt werden. Also kurz zusammengefasst, wir werden niedrig reinkommen, 5,30 bis zur 4,35 erster Cluster, kommen wir tiefer rein, bitte oberhalb der 3,85, oberhalb vom EMA 200 noch tiefer reinkommen, dann mal abwarten, wo wir uns stabilisieren können. Im Idealfall oberhalb der 300, alles unterhalb würde ich einfach abwarten, bis sich der Markt mal so richtig ausgespeit hat. Und dann kann man immer noch schauen, wo sich der Boden findet. Denn auch die Wall Street, die braucht ihre Umkehr. Das hatten wir thematisiert. Ja, das soll es eigentlich gewesen sein. Ich habe mich ein bisschen beeilt. Ein bisschen schneller durch, ist nur eine Stunde. Jetzt gehen wir mal hinein in unsere Auslosung. Alle, die dabei waren, ne, Gewinnspiel teilgenommen haben, YouTube-Kanal abonniert, Like und ein Abo, einen Kommentar hinterlassen, die stehen jetzt hier drin und den ziehen wir jetzt, den Gewinner aus der vergangenen Woche und mal gucken, wer gewonnen hat. Ihr müsst mich dann kontaktieren. Es ist SK. SK hat gewonnen, ist auch schon lange mit dabei auf dem YouTube-Kanal und ja, herzlichen Glückwunsch. Schreib mich bitte an, am besten über den Trading-Chat auf tradingportal.net. Dann schalte ich dich sehr gerne frei. Ja, das soll es eigentlich gewesen sein. Gehen wir zurück. Das soll es gewesen sein für den Wochenausblick. Es ist schon ein bisschen Woche der Wahrheit. Es ist die letzte volle Handelswoche vor Monatsabschluss. Es ist ein dunkelroter Monat. Es geht jetzt wirklich darum,
kriegen wir den Turnaround hin, kriegen wir noch die Erholung in den Januar hinein und damit ein bisschen Entschärfung des Chartbildes. Wenn dies nicht gelingt, wenn Jerome Powell enttäuscht am Mittwoch, wenn vor allem die Big Techs enttäuschen, dann ist durchaus auch eine Crash-Gefahr, eine Abrisskante gegeben im Markt. Mein Szenario ist aber eher, es ist gerade alles so negativ, dass dort der Keim jetzt vielleicht am Montagnachmittag gesetzt wird für eine mögliche Umkehr. Das werden wir auf tradingportal.net folgen und die mögliche Umkehr kann einen richtig fetten Short-Squeeze mit sich bringen. Das wäre nur ein kleines Zeitfenster. Was danach passiert, ist ein anderes Bild. Aber der fette Short-Squeeze, der kann es durchaus auch mit Punkten nach oben in sich haben. Das soll es gewesen sein. Ich wünsche euch noch ein angenehmes Wochenende und sicherlich bis bald auf tradingportal.net oder hier auf diesem Kanal. Macht's gut und ciao.